Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Da haben wir wieder so ein Eber, natürlich. Ah nein, komm. Oh, und auch noch jetzt ein Wolf. Bitte geh. Okay, der lässt mich in Ruhe, der frisst den Eber. Man hört den Schmatzen. Ja, überstanden. So, der hat noch die zwei Fleisch. Okay. Ich hoffe, der andere kommt jetzt auch nicht hier hin. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, welche Hirsche muss ich eigentlich erlegen für Chris da hinten? Welche möchte er erlegt haben? Wenn wir hier nochmal gucken, erlege die Hirsche, mein Hirsche. Gesundheit. So, Haupt. Finde alle Feuerkelche. Finde Xardas, das göttliche Artefakt von Treles. Das war Montera. So, mit den Orks da können wir auch noch nichts wirklich machen. Die können wir nicht erlegen, die Orks. Was ich schade finde. Dabei hätte ich die gerne aus dem Verkehr gezogen, sagen wir mal so. Speicher nochmal. Und wir brauchen noch. Ja, ein bisschen mehr als 5000 Punkte. Da ist wieder so eine beschissene Blutfliege. Versuch mal an die vorbeizugehen und versuch mal hier entlang. Das war nach Vanguard. Ein Rhinoceros? Sind die stark? Jo, der ist richtig stark. Der ist richtig stark. Okay. Lassen wir den in Ruhe. So. Ich will aber noch mal kurz kontrollieren. Haben wir jetzt wirklich Schwierigkeitsstufe auf schwer gestellt in der letzten Folge? Weil. So, Einstellungen nochmal. Schwierigkeitsgrad ist auch schwer. Okay. Den lassen wir mal in Ruhe. Der ist noch zu stark für uns. Wieso leuchtet hier? Fleischpanzer. Nehmen wir wieder mit. So, und hier nochmal ein Eber. Für mich sind das Eber. Da sind wieder Wölfe. Ist nur ein Wolf, okay. Drei. Drei schaffe ich nicht. Da sind Goblins. Nee, was ist das denn? Ne, das sind nur Goblin, okay. Nee. Ja.
Schrat? Was sind Schrate? Also. Jo, den Kampf werde ich nicht überstehen. Okay, hier ist, glaube ich, auch noch nicht gut hinzugehen. Also wir sind hierfür noch nicht bereit. Oder weil ich auch schwer gestellt habe, sind wir nicht mehr bereit. Dafür kann auch sein. Wir gehen mal weiter. Es gibt ja noch ein bisschen was, was wir machen müssen oder können. In den bisher gewesenen Gebieten. So, hier läuft jetzt nichts rum, ne? Ach, wir sind bei denen, okay. So, wir chillen uns mal hier hin. 20 machen wir und davon auf. Dann sind wir wieder bei 60 Fleisch. Und nochmal kurz speichern. Boah, dieser Ruckler. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall hier noch eigentlich Orkjäger, der Held macht zusätzlichen Bogenschaden gegen Orks. Was machen wir hier? Orktöter, der Held macht zusätzlichen Nahkampfschaden gegen große Waffen, brauche ich dafür. Okay. Niederschlagen, der Held kann sich an sein ahnungsloses Opfer von hinten heranschleichen und es mit einem Knüppel niederschlagen. Okay. Mäuchen, der Held kann sich an einen Gegner von hinten heranschleichen und ihn durch einen gut gezielten Stich töten. Das hier hätte ich ja gerne auf jeden Fall. Benötigte Diebeskunst 25. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Okay. Meisterdieb, der Held kann sich von hinten an ein schlafendes Opfer heranschleichen und es komplett ausplündern. Warte mal. Für permanente Voraussetzung Verwandlungstränke brauen. Hier Voraussetzungen Mana-Tränke brauen. Hier Heiltränke brauen. Heiltränke können wir. Ich höre hier andauernd irgendwo irgendwas schnauben. Ah, wieso ruckelt es immer so viel? Also es ist auf jeden Fall schon Abend. Das heißt, es wird nachher dunkel. Also gleich irgendwann. Und wir müssten uns eine Stelle suchen, wo wir schlafen können. Ich habe eine Schlange gehört.
So, jetzt ist nur die Frage, wo gehen. Eigentlich in Montera haben wir ja noch ein paar Quests offen. Und das mit dem Erz werden wir eh nicht schaffen. Zumindest nicht innerhalb von 2 Tagen. Und der wird uns aufs Maul hauen wollen. Und ich habe die Befürchtung, dass da dann. Ja, die ganze Stadt da hinter uns her ist. Was ist eigentlich unser Ruf hier? Montera Ruf 78. Oh, 78. Wir könnten jetzt rein theoretisch zu Dings hoch rein. Zum Anführer. Okay, keine Ausdauer mehr. Und dann hier hoch. Also ich hoffe, wir können da jetzt schon rein oder hoch. Und mit dem Anführer reden. Der Ruf ist hoch genug. Wo waren das? Hier glauben, oder? Ne, hier nicht. Aber das da glaube ich. Ja, hier ist es. Halt! Keinen Schritt weiter! Lässt du mich in die Burg? Lässt du mich in die Burg? Ja, aber benenn dich. Die Jungs da drin trainieren und lassen sich nur ungern dabei stören. Verstehe. Verstehe. So, Krieger. Bär. Elitekrieger. Elitekrieger. Bevor wir handeln. Noch ein Krieger. Machers haben keine Ehre. Das ist eben so. Hat hier irgendjemand noch einen Namen? Hey, du. Was? Korschak? Wo willst du hin? Ich sehe mich hier ein bisschen um. Umsehen kannst du dich im Sklavenviertel, Bürschchen. Entweder du übst dich hier in den Waffen oder du verschwindest gleich wieder. Hier wird angepackt, verstanden? Geh mir jetzt nicht auch noch auf die Nerven. Du redest hier mit einem Feldherrn der Orks. Du hältst dich wohl für sehr stark. Was? Ich wette, du hattest noch nie einen wirklich gefährlichen Auftrag. Na schön, was kann ich für dich tun? Na schön, was kann ich für dich tun? Einer meiner Leute drückt sich vor der Arbeit. Es ist ein starker Krieger. Doch ruht er sich auf den Auszeichnungen aus, die ihm im Krieg verliehen wurden. Aber solange die Rebellen uns immer noch bedrängen, gibt es keinen Grund nachzulassen. Ich bringe den Orkkrieger in den Burghof zur Arbeit. Ich bringe den Orkkrieger in den Burghof zur Arbeit. Dann bin ich ja mal gespannt. Sein Name ist Volek. Er hat sich irgendwo in der Burg versteckt. Okay. Speicher mal. So, Krieger. Die Krieger. Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie schlägt. Krieger. Darf ich hier rein? Elite-Krieger. Elite-Krieger. Warek. Da haben wir ihn. Darf ich ihn einfach anquatschen? Wo ist er jetzt? Da. Warek? Noch so einer von der Sorte. Wer zum Teufel hat dich hier reingelassen? Dein Anblick erzürnt mich, Morra. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Dein feiges Volk hat mir bisher nur Ärger bereitet. Die Rebellen des Königs verstecken sich in Höhlen und Wäldern, kämpfen vornehmlich aus dem Hinterhalt. Jedem offenen Kampf gehen sie aus dem Weg. Unzählige Männer deines Volkes kämpfen und arbeiten für unsere Sache. Als Söldner kämpft ihr in unseren Arenen und unterjocht euer eigenes Volk. Ich kann das nur zutiefst verachten. Ohne die Söldner würde diese Stadt zusammenbrechen. Du scheinst einige Erfahrungen mit Rebellen gemacht zu haben. Du scheinst einige Erfahrungen mit Rebellen gemacht zu haben. Allerdings,
Sie lauern wartend vor den Toren der Stadt auf eine Gelegenheit, diese Stadt zurückzuerobern. Unzählige Male haben wir ihre Stellungen schon zerschlagen, doch sie erneuern sie immer wieder. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie ihren Nachschub aus einem großen Rebellenlager namens Okara erhalten. Ich würde dieses Nest zu gerne ausheben, wenn ich wüsste, wo es liegt. Ohne die Söldner würde diese Stadt zusammenbrechen. Ohne die Söldner würde diese Stadt zusammenbrechen. Sei nicht so vermessen, Mora. Nur unserem Wohlwollen habt ihr es zu verdanken, dass ihr weiterleben dürft. Wie laufen die Ausgrabungen? Unsere allumfassende Suche nach den göttlichen Artefakten sollten dich nicht interessieren, Mora. Es wäre besser für dich, wenn du deine Aufmerksamkeit der Sicherung der Stadt widmest. Was weißt du über Xardas? Die viel größere Frage ist, warum der Träger der Macht Belias dich interessiert. Ich kenne ihn. Das behaupten viele. Doch nur die wenigsten sahen ihn wirklich. Sag mir einfach, wo ich Xardas finden kann. Wenn du ihn so gut kennst, dann solltest du wissen, wo er sich am liebsten aufhält. In einem Turm. Im Verborgenen, fernab von allem Weltlichen, hat er seinen Turm errichtet. Dahin wirst du deinen Fuß ohnehin niemals setzen, Mora. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du stellst so viele Fragen über Dinge, die dich nichts angehen. Selbst wenn mir die Macht dieser Relikte des alten Volkes bekannt wäre, würde ich sie nicht mit einem Söldner teilen. So, hat der auch noch einen Namen? Also ich bin momentan irgendwie so ein Mischling aus allem. Ork-Söldner und, warte mal. Ruf bei den Assassinen 3, Ruf bei den Rebellen 13, Ruf beim Waldvolk 10. Nordmar, Orks und Nomaden 0. So, und ich muss hier noch irgendjemanden finden. Ich speichere noch einmal. Belloc oder so hieß der. Der sich hier irgendwo ausruhen soll. Oh, hier geht's nochmal weiter hoch. Was haben wir denn hier? Dietrich? Warum geht's hier so weit hoch? Hier ist noch eine Tür. Krieger. Noch ein Krieger, okay. Mehr ist hier nicht. Ich hoffe, mich quatscht jetzt keiner hier an, dass ich irgendwas geklaut habe. Würde ich niemals machen. So, hier geht's auch nochmal nach oben. Okay, hier ist nichts. Bestimmt ist er hier oben irgendwo. Die Schlafmütze. Volleck, da haben wir ihn. Runter von meinem Turm! Hast du den Turm gepachtet? Eine dicke Lippe kannst du bei den Pfeifen in der Arena riskieren. Ich ziehe dir das Fell über die Ohren, wenn du nicht verschwindest. Nur kein Scheiß, ich bin schon wieder weg. Hier sind wir unter uns. Zeig mal, was du drauf hast. Hier sind wir unter uns. Zeig mal, was du drauf hast. Na schön, du hast es ja so gewollt. Niemand besiegt mich, Mora. Okay, jetzt hat er getroffen. So, komm. So, Questerfolg, Volleck will's wissen. Nein, ich wollte nicht zum Lagerfeuer. Ich wollte Volleck plündern.
So, Vollek. So. Sein Eigentum gehört jetzt mir. So, hier nehmen wir auch alles mit. Waffenbündel nehmen wir mit. Hier noch mehr. Vollek. Na gut, du hast mich umgehauen. Was heißt das schon? So, du wirst schon gesucht. Du sollst in den Burghof kommen. Du wirst schon gesucht. Du sollst in den Burghof kommen. Und was, wenn nicht? Geh runter in den Burghof zu den anderen, sonst mache ich dir Beine. Geh runter in den Burghof zu den anderen, sonst mache ich dir Beine. Ich gehe. Aber ab jetzt lässt du mich in Ruhe, klar? Okay, ruf bei den Orks plus zwei. Okay, wir haben den Dude gefunden. So, hier. Vollek wird ab jetzt im Burghof zum Dienst erscheinen. Vollek wird ab jetzt im Burghof zum Dienst erscheinen. Sieh mal einer an. Vollek ist eine harte Nuss. Nicht schlecht für einen Morrer. Ganz und gar nicht. Jemanden wie dich können wir hier gut gebrauchen. Wenn du willst, kannst du bei mir noch etwas trainieren. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir sollten gar nicht hier sein. Ich hab noch nicht genug für die nächste Stufe, oder? Ne, also für den Schwertmeister. Aber dann haben wir das erledigt, ne? So, Korndiebe, Korgans Druidenstein. Welches Geschöpf ist die Quelle deiner Macht? Mein Druidenstein hält die Kraft des Rippers inne. Doch leider ist mir mein Stein von den Orks gestohlen worden, Wanderer. Mehr als beunruhigend in der Hand dieser närrischen Geschöpfe zu sein. Das werden wir nicht mehr schaffen. Das werden wir nicht jetzt machen. Weiß für den Lagermeister. Und wie loyal sind die Orks? Wir sollten gar nicht hier sein. Gibt's hier noch mehr? Die Gespräche im Hintergrund finde ich super. Ich weiß, Mann, ich weiß. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So, wir legen uns hier mal schlafen. So, bis zum nächsten Morgen. Und speichern nochmal. Achso, da kann ich noch nichts Neues sagen. Ist das dein Ernst? Dann müssen wir noch 5 Weizensäcke holen. Beziehungsweise finden. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal den Weg hier auch nochmal ein bisschen weiter. In Richtung Nordosten. Neue Fleischwanzen. Aber keine neuen Ripper. Ah, ich liebe die kleinen Viecher. Und da haben wir einen Hasen. Sind alles Erfahrungspunkte. Muss man so überlegen. Es fehlt auch nicht mehr viel für die nächste Stufe. Dann können wir Schwertmeister machen. Der letzte Scheiß. Irgendwann ist doch das vorbei. Am besten du hältst dich da raus. So. Lass dich nicht unterkriegen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ah ja, genau. Hier hatten die ja keine Mehlsäcke mehr. Oder Weizensäcke. Deswegen müssen wir ja hier weitergehen. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Du solltest meinen Rat annehmen. Ah, der. Da! Nein, komm, schnell.
Ach ne, da kommt schon der nächste. Nein, 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 hau drauf. Ach nö, da hatte ich erst gespeichert zuletzt. Na super. Den ganzen Weg wieder von. Wenigstens die Erfahrungspunkte sind geblieben, da wo ich zuletzt gespeichert habe. So. Gehen wir mal weiter. Den ganzen Weg wieder von vorn. Ah ja, und die Fleischwanze muss wieder erlegen. Oh. Noch eine Goblinbeere. Und hier haben wir noch einen Kronstöckel. Nice. So, das nehmen wir mit. Dann gab es da oben noch irgendwo einen Hasen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Da. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, das heißt dann hier können wir nochmal speichern. Und dann wollten wir weiter. Müsste hier jetzt nicht ein Wildschwein kommen? Ne, jetzt ernsthaft, müssten die jetzt hier nicht kommen, hä? So, wohin führt der Weg, den ich hier gehe? Nach Gotha, okay. Was ist denn das? Ist das ein Wolf? Ja, ist ein Wolf. Ein Wart. Das sind Wargs? Okay. Hier sind Wargs. Okay, die sind ein bisschen stärker wiederum. Ich versuche den mal erstmal auszuweichen. So, Heilpflanze. Und das ist Gotha. Speer. Elitekrieger. Nichts als Ärger. Was? Nacken. Gefährlicher Ort für einen Morra. Warum? Die Burg da oben ist voller Untote, Morra. Ist vielleicht besser, du verschwindest hier. Wer hat hier das Sagen? Potros ist im Haus mit dem hohen Turm da drüben. Handelst du mit mir? Warum nicht? Wenn du Gold hast. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Bauernkleidung, Lederkluft, leichte Orksöldnerrüstung, alles 25, Orksöldnerrüstung, schwere Orksöldnerrüstung. Rüstung. 25.000 kostet das.
So, ich verkaufe ihm aber ein paar Sachen lieber mal. So, ein Krusch Barock kannst du haben. So. Speichern. Dann gucke ich mal, ob ich die... Achso, das sind keine Waffenbündel. Ich dachte, das wären Waffenbündel. Die Waldbären darf ich aber mitnehmen, oder? So, und die Burg ist voller Untoter. So. Potros. Hey du, warum läufst du hier frei rum, Morra? Sprich oder ich zieh dir das Fell über die Ohren. Ich soll euch unterstützen. Ich soll euch unterstützen. Wer schickt einen Schwächling wie dich zu diesem verfluchten Ort als Unterstützung? Verarsch mich nicht, Morra, sonst stecke ich dich zu dem anderen Gefangenen in meine Zelle. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin der Anführer dieses Vorpostens von Gotha. Und du wirst mich gefälligst mit Respekt behandeln, Schwächling. Vorposten? Was bewacht ihr hier? Vorposten? Was bewacht ihr hier? Gotha und ihre Burg der elenden Morra-Krieger, die sich selbst Paladine nannten. Einst so stolz sind sie nun zu ewigem Leben verdammt und wandeln durch die Überreste ihrer Bauten in Gotha. Ha! Was ist mit Gotha passiert? Was ist mit Gotha passiert? Du hast wirklich keine Ahnung, was hier los ist, oder? Gotha war die Hochburg der Paladine im Krieg. Wir hatten alles eingesetzt, doch konnten wir sie nicht besiegen. Sie hatten sich in ihrer Burg verschanzt wie die Zecken. Erst als wir Beliar selbst zu Hilfe riefen, konnte ihrer Arroganz ein Ende bereitet werden. Der Dämon der Vernichtung fegte durch ihre Straßen und verdammte sie alle zu lebenden Toten. Wenn ein Dämon die Stadt regiert, warum bewacht ihr sie dann? Das ist für dein kleines Spatzenhirn wohl zu schwer zu erraten, was? Wir sind hier, um die Macht des Dämons einzudämmen. Xardas, der Träger der Macht Belias, hat es uns aufgetragen. Was glaubst du, was passiert, wenn die Bestie über das Land fegt, hä? Was weißt du über Xardas? Selbst hier kann ich seine Macht spüren, obwohl er weit weg ist. Und wo genau hält er sich auf? Er hat einen Turm errichtet, an den eisigen Hängen des östlichen Gebirges. So, was hat der Gefangene verbrochen? Der Mann ist ein Rebell! Er wird bei passender Gelegenheit, wenn viele Morras zusehen, hingerichtet. Da muss man hart durchgreifen. Ja? Gorn! Da bist du ja endlich. Verdammt, hol mich hier raus! Gorn, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich habe versucht, den Teleportstein zur Hauptstadt Vengar, den Gotha, zu finden. Der Laden da oben ist aber leider völlig mit Skeletten und Zombies verseucht. Sie werden von einem ziemlich üblen Dämon angeführt. Naja, und als wir vor den Unholden geflohen sind, haben mich die Orks erwischt. Der Rest der Rebellentruppe ist draufgegangen. Was willst du mit dem Teleportstein? Die Rebellen von Okara wollen zur Burg des Königs. In Gotha soll es einen Teleportstein zur Hauptstadt geben. Du arbeitest für die Rebellen? Unser Freund Lee hat noch eine Rechnung offen mit dem König, wie du weißt. Er schickte mich los, einen Weg zum König zu finden. Die Rebellen in Okara schienen mir die beste Anlaufstelle für diesen Auftrag zu sein. Wo liegt dieses Okara? Okara ist eine Eisenerzmine westlich von Gotha. Die Rebellen stellen dort Waffen für den Kampf gegen die Orks her. Seit wann machen dir Untote Angst? Gotha ist ein Ort der Hölle. Wenn dich dieser Dämon angreift, dann wirst auch du zittern, glaub mir. Okay, wo ist Lee jetzt? Der rennt irgendwo in der Eiswüste von Nordmar herum und kloppt sich mit den Orks. Okay,
Warum greifst du eine Stadt an, wenn du weißt, dass ein solcher Dämon dort haust? Die Rebellen haben mir dieses göttliche Artefakt gegeben, verstehst du? Irgendein Idiot hat mir weisgemacht, dass es unbesiegbar macht. Vergiss es. Der Dämon war trotzdem noch zu stark für mich. Wo ist dieses göttliche Artefakt jetzt? Ach, ich habe es im Kampf mit dem Dämon in Gotha fallen lassen. Dieses Scheusal muss das Artefakt an sich genommen haben. Wie soll ich dich hier rausholen? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Entweder du mischst das ganze Ork-Lager hier auf, oder du zahlst mein Lösegeld bei den Jungs. Ich würde eher nochmal versuchen, den Dämon von Gotha zu bekämpfen, als hier drin zu versauern. Verstehe. Ja, Gorn müssen wir definitiv befreien. Speicher nochmal. So, Potros. Wie viel muss ich dir zahlen, damit du den Gefangenen freilässt? Du bist wohl nicht ganz gescheit, Mora. Meinst du, ich sei derart bestechlich, ha? Es müsste schon eine ganze Menge Gold sein, damit ich mich von meinen Prinzipien verabschiede. Wie viel? Ha! Mehr als du dir leisten kannst. 2000 Goldmünzen. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Schwächling ist. So, tust du das? Na warte, es wird nicht lange dauern und du liegst im Dreck, Mora. Niemand besiegt mich, Mora. Da! Da! Okay, der ist schon, stark. So, wir haben einen Speier gehabt. Der ist schon sehr stark. Ich würde ihn gerne versuchen zu bekämpfen, damit ich hier Gorn frei lassen kann. Damit ich ihm sagen kann, hier so, lass Gorn frei oder du kriegst noch eine Trachtprügel. So. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Schwächling ist. Niemand besiegt mich, Mora. So. Komm. Da. Okay, nochmal neu laden. Das hat aber besser gelaufen als vorher. Das heißt, dieses Mal können wir das vielleicht hinkriegen. Ansonsten zahle ich halt die 2000. Für Gorn. Die Problematik ist, wir können die nicht direkt angreifen. Niemand besiegt mich, Mora. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Das war jetzt aber beschissen. Vielleicht auch nach draußen gehen mit dem? Draußen gegen den kämpfen? Wo ich mehr Platz habe zum Ausweichen. Drin ist wirklich ein bisschen schwierig. Niemand besiegt mich, Mora. Nein! Komm. Da! Alter, nee. Okay, dann zahle ich dann Gold. Dann kaufe ich halt Gorn frei, also. Oder ich hab's einfach wieder, weil ich es auf schwer gemacht habe. Ne, wir bleiben jetzt erstmal auf schwer.
Erst wenn ich dann irgendwann einsehe hier, dass ich einfach nur mich überlevelt habe. Wie viel muss ich dir zahlen, damit du den Gefangenen freilässt? Wie viel? So, 2000. Hier, nimm das Gold. Lass den Gefangenen frei. Du gibst mir so viel Gold für einen schmierigen Rebellen, Mora? Na schön. Nimm ihn mit. Aber dann will ich euch beide hier nicht mehr sehen. Ist das klar? So, gegen den kämpfen wir ein andermal. So, Gorn, du bist frei. Du bist jetzt wieder frei. Du bist jetzt wieder frei. Danke, Mann. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Den Dämon und Gotha lass ihn mal. Gorn? Geht er? Oder bleibt er da jetzt die ganze Zeit stehen? So, da oben sollen Untote sein. Okay. Da! Kommen aber auch viele. Ja, da. Alter, mit einem schweren Ast. Ja, ja. Okay, ich bin tot. Mit einem schweren Ast. Also, wir sind auch kurz vor Party. Okay. Aber Gotha lassen wir mal in Ruhe. Das war ein Paladin. Also. Lass die dann mal in Ruhe. Ich gehe mal weiter nach Faring. Faring. Da sind noch mal welche. Sind mir zu viele Wargs hier. Schnell weg. Und Snapper. Wie viele Snapper? Ja. Jo, ich werde gefressen. Ja. Ja, guten Hunger euch beiden. Das sind sehr... Okay. Ja, weiter als Gotha kommen wir erstmal nicht. Und wir wissen schon mal, Xardas ist im Norden. Nordosten irgendwo. Das haben wir auch herausgefunden. War es vielleicht mein Fehler, doch auf schwer zu stellen? So, Xardas ist irgendwo hier, würde ich sagen. Ich gehe mal von aus, weil das hier irgendwie so eine Sackgasse ist, dass Xardas dann da sein muss. Xardas tun. So, was haben wir hier? Vanguard Mission, haben wir nichts. Okara, da haben wir Okara. Und was haben wir hier? Nemora. Nemora, Okara und Redok. Okay, rot sind wahrscheinlich die Dings, das was hier zum König gehört. Grün sind dann wahrscheinlich das, was zum Orks gehört, was von Orks übernommen ist. Lila, gehe ich mal von aus, das sind die Assassinen, also Rebellen.
Das sind die Orks, Assassinen und das Nomaden. Also Nordmar. Welche gehört den Waldwolf? Weiß ich nicht. Und also das Nomaden. Ne, das sind dann wahrscheinlich eher die Nomaden. So, bis Pele sind wir ja gekommen. Dann würde ich mal vielleicht wieder auf den Weg zu Treles gehen. Nein, das ist die falsche Richtung. Ein ehrenvoller Kampf wäre mir lieber. Das war die falsche Richtung. Fast wäre wieder zum Umgucken gelaufen. So, die Darks lassen wir auch in Ruhe. Ja, wir gehen dann mal nach Treles und machen da noch ein paar Quests. Und ich sag auch schon mal so, dass ich jetzt erstmal ein Weilchen versuche auf schwer zu spielen. Und wenn ich merke, dass ich da dann gar nicht mehr vorankomme, also null vorankomme, dann würde ich das vielleicht erstmal wieder auf Mittel zurücksetzen. Also auf normale Schwierigkeit. Aber jetzt erstmal will ich versuchen, ein Weilchen auf schwer. Und na, wenn ich es jetzt hier mit schwer schaffen sollte, dann bleibt das bei schwer. Aber ich werde jetzt noch ein paar Folgen auf schwer versuchen. Und wenn es doch für mich nicht mehr möglich ist, vernünftig irgendwie weiterzukommen, voranzukommen, dann normal und dann bleiben wir auch bei normal. So, das war nach Adea. Da wollen wir nicht hin, wir wollen nach Treles. Speichere hier noch einmal, weil ich habe das Gefühl, wir werden gleich wieder angegriffen. Weil hier vielleicht irgendwas wieder respawned ist. Kann es sein, dass schon Nacht ist? Vor allem hier Treles haben wir ja auch noch ein paar Quests. Hier. Wenn der Knecht sucht seine Schaufel, der Ohrkrieger krank, braucht Heiltränke, der Paladin Konrad will seine Magie zurück, die Lieferung vom östlichen Tempel bleiben aus. Hier ist irgendwo ein Tempel östlich. Finde heraus, was mit dem westlichen Bauernhof nicht stimmt. Milok sucht sein altes Schwert. Suche den entlaufenden Alchemisten Avogadro. Töte den grünsten Viecher unter Josh Bauernhof. Viertel jeder nächsten Oger des Waldes. Haben wir irgendwas gescheitert? Nur? Ah, wieder die Blutlinie. Ich hasse die Blutlinie aktuell.
erstmal vorbei. Und dann gehen wir dann. Ich frag mich, sind das Wölfe oder Wargs? Also die, die hier heulen. Kann das sein, dass... Ja, das ist der Weg zum Bauernhof oben. Okay. Ah, wieder eine Blutfliege. Super. Und da ist wieder ein Goblin. Okay. Den können wir kaputt machen. Da! Da! So. Nehmen wir alles mit. Dein Knüppel auch. Dann können wir nochmal gucken, was wir futtern können von denen. Mit Brot auf jeden Fall. Gibt aber auch nur 5 Leben. Das Sound war auf einmal einfach weg. So, nochmal speichern. Auf einmal diese Stille. Ein bisschen ungewöhnlich. Da geht's wieder hier schon. Wo führt denn der Weg sonst noch hin? Ah, der würde auch nach Silden führen. So, jetzt hören wir den Fluss wieder. Wollen wir vielleicht... Komm, wir machen das so. In der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg nach Silden. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.